und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich habe hier heute die Raven Queen. Die ist aus der Serie Ever After High. Das ist eine Serie, ähnlich wie Monster High, wo eben Figuren auf einer Highschool sind. Und das Besondere ist, dass diese Figuren alle auf Märchenfiguren oder auf Märchen basieren. Das hier ist zum Beispiel die Tochter der bösen Königin aus Schneewittchen und die sieben Zwerge. Diese Puppe ist von Mattel und für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Und ja, ich will die jetzt mal auspacken und dann schauen wir uns die mal etwas genauer an. So, ich habe alles ausgepackt und hier sieht man die Raven Queen und ich zeige als erstes mal, was noch mit dabei war. Einmal so eine kleine Box, das soll so ein Buch sein und da drauf ist auch ein Spiegel. Dann ein Schlüssel, der könnte ganz gut hier zu dem Buch passen. Hier steht auch Ever After High außen drauf und ja, das ist also ein verschließbares Buch. Dann eine sehr außergewöhnliche Handtasche in Kugelform und oben mit einer silbernen Kette dran. Und diese Haarbürste, die ist auch in Schlüsselform und hat hier hinten das Symbol auch von Ever After High. So, jetzt schauen wir uns mal die Raven Queen an. Die steht hier auf so einem Ständer, also der ist auch mit dabei. Und sie hat sehr langes, schwarz-lilanes und glänzendes Haar. Das fühlt sich auch relativ weich an. Und die Haare sind hier vorne eingedreht. Darauf hat sie eine sehr interessante Krone. Die hat hier vorne so lilane Steine und so Flügelsymbole. Sieht sehr schwer aus, die Krone. Und sie trägt einen langen Umhang. Der ist grün, gräulich, lila und hat ganz starke blaue Glitzerpartikel. Dann, das Besondere ist auch, dass sie diese Halskrause hier trägt. Das ist so, das mache ich mir einmal ab, so ein ganz außergewöhnlicher Kragen, so ein Stehkragen. Auch im gleichen Stil wie die Krone und ja, das macht das ganze Outfit auch noch herrschaftlicher. Das Oberteil ist ja ein glänzendes, schimmeriges Oberteil. Das erinnert schon ein bisschen so an Fischschuppen. Das sind alles so Schuppen in Lila und in Silber. Hier unten rum trägt sie dann so eine Kette. Und das Oberteil geht hier hinten noch so ein bisschen weiter. Also hinten ist es eher wie ein Kleid, vorne wie ein Oberteil. Und dazu hat sie eine ganz enge, lila, glitzerige Leggings an. Die Schuhe sind auch ganz außergewöhnlich. Schwarz und hier oben mit silbernen Nieten. Sehr hohe Stiefel sind das und die haben auch einen ganz hohen Absatz. Aber so ein fliegender Absatz, also nicht einen richtig rausstehenden, sondern hier so ein, ja, der hier so nach innen geht. Ihre Nägel sind sogar lila lackiert und besonders auffällig ist auch ihr Make-up. Also sie hat ein ganz zartes, helles und relativ breites Gesicht. Also ich kenne ja sonst die Monster High Puppen und die haben ja eben ganz andere Gesichter und hier fällt auf, das ist deutlich breiter das Gesicht und ja, zarter. Und die Augen sind ganz stark geschminkt mit Glitzer und mit einem Farbübergang, also lila, Glitzer, unten drunter ist blau und ihre Augenfarbe ist auch lila. Die Lippen haben einen pinken Lippenstift. Ja, und außerdem trägt sie noch Schmuck an den Armen und ich meine, sie hatte eben auch einen Ring noch auf, aber als ich die aus der Verpackung rausgeholt habe, der Ring war befestigt mit so einem kleinen Gummiband, wie hier auch das Armband und irgendwie ist der auf einmal im hohen Bogen weggeflogen. Ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe oder ob da wirklich der Ring weggeflogen ist. Auf jeden Fall ist er jetzt nicht mehr da. Falls ihr die auch habt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ein Ring dabei war oder ob ich mir eingebildet habe, dass der Ring dahergeflogen ist. Ja, das ist sie, die Raven Queen. Und ich finde, die Farben sind sehr schön, diese Glitzer-Elemente und auch das Outfit ist eben sehr auffällig und sehr herrscherisch sieht sie aus.
sie ist sehr hübsch, also vom Gesicht her. Und auch der Umhang sieht ganz toll aus. Und man kann damit, denke ich mal, sehr viel machen, weil man ihr eben den Umhang abmachen kann. Man kann ihr Schmuck anmachen, die Haare kann man ihr frisieren. Dann ist ja die Bürste auch mit dabei. Und ja, eine sehr interessante Puppe, wie ich finde. Ja, das war's schon. Mich würde mal interessieren, ob ihr die Serie Ever After High kennt und wie ihr die findet. Und wer euer Lieblingscharakter ist, wie ihr hier die Raven Queen findet. Und ja, ob ihr so eine Puppe schön findet, ob die Serie spannend ist. Das würde mich alles mal interessieren. Also ich möchte alles über die Serie Ever After High erfahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir was Nettes in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ja, schaut auch unsere anderen Videos, die Monster High Videos, wir haben jetzt ja schon wirklich einige Monster High Puppen vorgestellt oder die vielen anderen Spielzeugvideos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!